Auch in diesem Jahr findet traditionell wieder der Tag der offenen Tür am beruflichen Schulzentrum für Technik und Wirtschaft an der Paul-Greifzu-Straße in Riesa statt. Am 30. Januar will man hier Jugendliche und deren Eltern informieren und eine Entscheidung für eine eventuelle Ausbildung vereinfachen. Nachdem die Mittelschulen und Gymnasien mit den geburtenschwachen Jahrgängen zu kämpfen hatten, hat sich nun auch Schulleiter Michael Hamsch mit den knappen Schülerzahlen auseinanderzusetzen. Also wir befinden uns gegenwärtig schon in einer sehr dramatischen Situation, die sich in den kommenden Jahren noch verschärfen wird. Wir haben hinsichtlich der Demografie weitere rückläufige Schülerabgangszahlen von den Mittelschulen zu erwarten. Und das schlägt natürlich direkt auch in die Berufsausbildung durch. Die Ausbildungsbetriebe suchen krampfhaft geeignete Jugendliche für die Ausbildung und wir natürlich bei uns am Ende auch für die studienqualifizierenden Schularten. Nichtsdestotrotz sind die Ausbildungsbedingungen am BSZ bestens. Wir können zu Recht behaupten, dass wir ein Schulzentrum sind, was sowohl materiell, technisch als auch personell gut aufgestellt ist, was beste moderne Ausbildungsbedingungen den Jugendlichen bietet und damit natürlich auch eine interessante Ausbildungszeit verspricht und beste Chancen dann mit einem erfolgreichen Abschluss auch auf dem Arbeitsmarkt. Der Tag der offenen Tür hier am BSZ bei uns und auch in den anderen Berufsschulzentren des Landkreises ist eine gute Tradition. Wir bemühen uns damit natürlich vor allem unsere zukünftigen Auszubildenden und Schüler zu erreichen, die Eltern, aber auch Freunde des BSZ, die mal bei uns gelernt haben, die ihren Abschluss hier gemacht haben. Und wir wollen ganz einfach den Jugendlichen und den Eltern bei der Berufswahl helfen, sich richtig zu entscheiden. Wir haben in diesem Jahr Besonderheiten. Wir werden diesen Tag gemeinsam mit der Arbeitsagentur Riesa gestalten. Es haben bereits 25 Firmen, Ausbildungsbetriebe zugesagt, die an diesem Tag ebenfalls hier mit vor Ort sein werden, die mit Ausbildungsangeboten direkt an die Jugendlichen herantreten werden. Und wir werden für die Schüler und Auszubildenden, die unser BSZ ins Auge gefasst haben, ein interessantes, abwechslungsreiches Tagesangebot gestalten, um zu zeigen, was wir am Ende ihnen dann in der Ausbildung bieten können. Und somit natürlich Lust auf die zukünftige Ausbildung machen. Von 9 bis 13 Uhr können sich Interessierte bei zahlreichen Ausbildungsangeboten und Betrieben informieren und Berufe hautnah kennenlernen.